Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute wieder mit einer neuen Produktvorstellung. Wieder ein Designpapier. Wir haben diesmal das Designpapier Garden Impressions oder Garten Impressionen, wie ihr seht. 6x6 Inch, das ist schon ein kleines, das brauche ich gar nicht klein schneiden, das können wir einfach aufmachen und uns anschauen. So, ich schlage nochmal eben im Katalog, obwohl wir können auch hier ein bisschen linsen. Wie ihr wisst, gibt es ja hier immer die verschiedenen Farben dazu. Und hier sprechen wir über Calypso, Mango, Gelb, Wassermelone, Marineblau, Pazifikblau, Blütenrosa, Puderrosa, Lindgrün, Safrangelb, Tannengrün und Flüsterweiß. Also eine bunte Mischung, die wir uns einfach mal anschauen. Genau, jetzt muss ich aber eine Sache, muss ich doch nochmal im Katalog gucken. Ich würde euch den ja echt gerne schon zeigen, ne? Aber ich darf einfach nicht. Wir haben hier in der Hand 48 Blatt und das sind je 4 in 12 doppelseitigen Designs. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben also einmal Blüten, wieder kein Schimmer, einfaches Designpapier in der Qualität unseres Hauses. So, und die anderen beiden legen wir dann zur Seite. Hier haben wir was mit Lindgrün. Ich muss es echt noch lernen hier. Merkt ihr, wir sind auch herausgefordert mit den neuen Farben und dem neuen Katalog und allem, was uns jetzt dazu begleitet. Aber ich stelle mich gerne der Herausforderung. Ich freue mich sehr über unsere neuen Farben. Ich habe richtig Lust drauf. So viele schöne Dinge schon im Kopf. Ich muss sie nur umsetzen. Und da hoffe ich, dass wir ganz bald damit anfangen und ja. So, hier haben wir also ganz bunt. Hier sind wir, oh ja, der Lieblingsfarbe meiner besten Freundin. Außer Blau vielleicht, aber auch nochmal, weiß man schon, warum das Papier Gartenimpressionen heißt. Das wäre so meine Farbe. Genau, auch Blümchen auf der anderen Seite. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch einfach falsch rum in der Hand. Aber es ist eigentlich egal. Wir haben nämlich normalerweise, sagt man, wir haben eine bunte Seite und die Rückseite ist ein bisschen schlichter. Wir gucken aber jetzt gerade uns die Rückseiten an. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Es ist ja auch nicht so schlimm. Wir mit den Rückseiten starten. Hier auch wieder. Das ist Calypso ganz bestimmt. Und eine schöne Blümchen-Vorderseite. Ich muss ja auch gestehen, ich bin ja auch eher Fan der Rückseiten, weil ich einfach nicht so ein bunter Typ bin, wie ihr ja wisst. Wenn ich so bastel, dann ist das ja alles eher ein Versuch von Ton in Ton und so, aber guck mal, das könnte Männerkarte werden, oder? Das gefällt mir gut. Jetzt kommt noch der Sommerflieger runter hier. Den hört ihr bestimmt auch, aber jetzt hört ihr die Nachbarn nicht mehr. Es hat also alles Vor- und Nachteile. Aber wenn ich hier kein Fenster offen habe, dann gehe ich hier kaputt. Von daher hören wir da einfach drüber weg. Ja, die Art der Rückseiten ist relativ identisch. Es ist nur verschiedene Farben, was ich auch gar nicht so schlecht finde.
Das ist auch eine schöne Mädchenkarte hier, oder? Dann noch mal in Kalypso anders. Und dann noch mal in einem Grünton. So. Das sind die verschiedenen Designs. Wie gesagt, 4 Blätter pro, 12 verschiedene Designs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ganz, ganz viele bunte Papiere aus dem Hause Gartenimpressionen für euch. Falls ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen. Ansonsten freue ich mich auch gerne über ein Abo, damit ihr meinen Nachbarn weiter zuhören könnt. Und mir bleibt noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis dahin. Tschüss.